Willkommen bei Segebob. Welch ein Glück, es gibt mal seit langer Zeit in unserer Region wieder Kohle zu kaufen. Und ich war gerade im Baumarkt und da habe ich die Gelegenheit genutzt und habe mal 3 Packungen Kohle gekauft. Jede Packung hat 25 Kilogramm, also habe ich jetzt 75 Kilogramm Kohle. Ja, da habe ich mich gleich gefreut und habe mehr gekauft. Was habe ich da für ungefähr bezahlt? Es müssten so 13,99 € gewesen sein. Und heute will ich euch im Video mal zeigen, wie ich die Kohle lagere, beziehungsweise Gartenbob, denn für Gartenbob habe ich jetzt die Kohle gerade gekauft. Er nutzt die Kohle jetzt während der kalten Jahreszeit für das Gartenhaus, weil dort viele Pflanzen sind, die vorgezogen werden im Wintergarten. Das Video zum Wintergarten blende ich euch mal oben rechts ein. Da könnt ihr, wenn ihr Interesse habt, mal vorbeischauen. Und jetzt lade ich die Kohle kurz aus und dann zeige ich euch, wie wir die Kohle lagern. Ich parke hier mal am Mönch. Den Mönch habe ich auch mal vor einiger Zeit geschnitzt. Und jetzt zeige ich euch, wo genau die Kohle gelagert wird. Und wir lagern die Kohle in einer ganz einfachen Holzkiste, die selbst gebaut ist. Ein paar Bretter, dann einfach zusammengeschraubt. Und da kann die Kohle wunderbar drin lagern. Die Holzkiste selbst kann nicht nass werden, da die hier unter einer Veranda steht. Und somit ist diese vor Regen und Schnee geschützt. Hier sind überall noch ein paar Lüftungslöcher drin und ein bisschen Kohle ist noch drin. Unten sind die Hölzer etwas enger gesetzt, damit der Kohlestaub nicht durchrieseln kann. Es fällt ja doch mal immer ein bisschen was an. Und dann passen hier gleich die 2 bis 3 Pakete rein. So einfach kann man Kohle lagern. Ja, und zur Konstruktion der Kiste selbst, das muss nicht immer kompliziert sein. Ihr seht es ja, hier sind jeweils dickere Stützen und daran werden einfach bloß die Bretter geschraubt. Und unten noch eine Bodenplatte, 2 Scharniere hier noch und fertig ist eine Kiste, worin ihr dann Kohle lagern könnt. Ja, ich kann jetzt eins machen, so ein 25 Kilo Paket. Das stelle ich dann hier rein, nehme hier so eine Schere und knipse einfach das Band ab und schon kann die Kohle herausgenommen werden. Jetzt hole ich noch die 2 anderen Pakete. Wobei es hier sogar besser ist, das Paket anders herumzulegen. Dann knipst man das frei und dann kommt dann das andere Kohlepaket drüber. Und dann muss man lediglich die letzte Packung hier einzeln reinstapeln. So, alles ist eingestapelt. Wie versprochen waren es jetzt 75 Kilo. Es sollten sogar noch ein paar Briketts mehr reinpassen. Aber so einfach kann es jetzt gehen. Was passiert mit der Holzkiste im Sommer? Das ist ganz einfach. Die wird dann sauber gemacht. Und dann kommt hier oben ein Kissen drauf. Dann kann man die Kiste als Sitzbank nutzen. Und ihr könnt ja mal jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr noch Kohle nutzt zum Heizen und wenn ja, wie ihr die Kohle lagert. Ich kann mich noch so vage an meine Kindheit erinnern, wo noch ein Großteil der Häuser hier in der Stadt mit Kohle geheizt hat, beziehungsweise generell Öfen in den Häusern hatten und dort noch die LKWs tonnenweise die Kohle vor den Häusern abgeladen haben und da mussten die Hausbesitzer oder Mieter dementsprechend die Kohle dann mühsam in die Keller schütten. Vielleicht muss das der ein oder andere von euch auch noch. Und da, das dürfte eine richtige Anstrengung gewesen sein, beziehungsweise Kraftsport, beziehungsweise auch Ausdauersport. Und es war bestimmt auch eine schmutzige Angelegenheit. Schreibt es euch mal in die Kommentare, ob ihr das damals noch machen musstet, um Kohle dann ins Haus zu befördern. Würde mich mal sehr interessieren. Und wie gesagt, hier ist es eine sehr einfache Lösung. So, damit danke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.